Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. In dem heutigen Video soll es um die Frage gehen, was würde ich anders machen, wenn ich nochmal mit dem Amateurfunk anfangen würde? Und zwar hat der YouTuber Felix Lenz einen Aufruf gestartet zu genau der Frage. Und beantworte ich jetzt heute in dem Video. Und wenn dich oder wenn euch das interessiert, dann bleibt gern dran. Was würde ich tun, beziehungsweise was würde ich nicht tun, wenn ich noch einmal mit dem Amateurfunk anfangen würde? Eine zugegebenermaßen interessante Frage. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal ein Video gemacht, wo ich den Einstieg oder den Weg zum Amateurfunken beschrieben habe. Das würde ich hier oben in der Infocard entsprechend verlinken. Da gehe ich jetzt so erstmal nicht nochmal drauf ein. Also wer das möchte, kann sich das gerne nochmal anschauen. Ja, ergänzend dazu nochmal als Feedback so ein paar Facts quasi zu der Zeit oder zu der Zeit seit 2013. Ich habe 2013 meine Amateurfunklizenz gemacht. Ich habe damals den Weg gewählt, nicht nur des Selbststudiums, sondern ich habe mir vor Ort auch einen lokalen OV gesucht, einen lokalen Ortsverband vom DRC. Dort bin ich dann auch einige Jahre Mitglied gewesen. Im Rahmen des Selbststudiums habe ich dann dort an einem Vorbereitungskurs teilgenommen. Ja, es hat mir viel Spaß auch gemacht und es hat mir auf jeden Fall auch was gebracht. Von daher würde ich jedem empfehlen, nicht einfach nur zu Hause im stillen Kämmerlein zu lernen, sondern eben halt auch einen Vorbereitungskurs abzulegen oder daran teilzunehmen. Jeder ist da individuell verschieden. Das muss jeder für sich selber wissen, ob das jetzt das Richtige für ihn ist. Einige wollen lieber zu Hause im stillen Kämmerlein lernen. Andere, ja, wie gesagt, suchen dann eben halt den Anschluss. Wobei ich euch empfehlen würde, und da ist dann quasi der Kreis dann auch wieder rund, das Thema Anschluss finden. Das tut ihr natürlich dann dort schon direkt von Anfang an, wenn ihr an so einem Vorbereitungskurs teilnehmt. Zu Hause im stillen Kämmerlein kann man zwar alleine lernen, aber letzten Endes ist es eben halt ja ein kommunikatives Hobby, um ehrlich zu sein, Kommunikation in der reinsten Form. Von daher sollte man von vornherein, denke ich, den Weg wählen, da auch in einem lokalen Ortsverband irgendwo Anschluss zu finden. Einige YouTube-Kollegen haben vor einigen Tagen und einigen Wochen Videos veröffentlicht zu der Frage, wie würden sie starten, wenn sie nochmal neu starten müssen. Da ist eben halt auch darauf hingewiesen worden, dass es solche und solche Ortsverbände gibt. Das ist natürlich völlig richtig. Ich hatte mir auch einen Ortsverband gesucht, der auch ein bisschen Aktivität, sage ich mal, an den Tag legt, also wo eben halt auch Veranstaltungen stattfinden und wo man sich nicht nur eben halt zweimal im Monat zu Würstchen und Pommes trifft, wie Arthur vom Kanal Funkwelle das so schön gesagt hat. Also das gibt es natürlich auch und das habe ich natürlich auch vermieden, da mir eine Frau zu suchen, wo dann nur, wie gesagt, was gegessen und getrunken wird. Und der OV, wo ich dann am Ende gelandet bin, der hatte auch eine eigene Clubstation. Das fand ich sehr interessant und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, dass ihr euch da einen Ortsverband sucht, der auch über solche Möglichkeiten verfügt. Dann ist das alles nochmal sicherlich ganz was anderes und viel interessanter. Und wie gesagt, wenn es dann noch obendrein das Angebot gibt, da einen Vorbereitungskurs zu machen, solltet ihr das auf jeden Fall nutzen. Ansonsten vielleicht noch was, was ich anders machen würde. Und zwar, da geht es dann schon um den Bereich der Geräte, die ich mir zugelegt habe. Und zwar wollte ich ursprünglich mich sofort auf QRP-Geräte stürzen. Und davon ist mir durch einige OMs im OV dann abgeraten worden. Und der Grund war eben halt gewesen, die Sendeleistung von bis zu 20, 25 Watt, je nachdem für welches Gerät man sich da entscheidet. Und bei mir war es dann der FT817 von Yaesu gewesen, den ich mir zulegen wollte, der eben halt nur eine maximale Sendeleistung von 5 Watt hat. Zwar auf allen Bändern, inklusive der UKW-Bänder, also 2,70 Meter. Gut, da wären sicherlich 5 Watt ausreichend gewesen, aber eben halt nicht auf Kurzwelle. Ja, da habe ich den Tipp bekommen, dass ich auf jeden Fall mir nicht ein QRP-Gerät kaufen soll. Das war rückblickend gesehen auch völlig richtig so. Und ich habe mich dann für den FT 857 Delta von Yaesu entschieden.
Und das Gerät, ja, war auch ein All-Band, All-Mode-Gerät, aber machte auch dann 100 Watt auf der Kurzwelle, bis zu 50 Watt beispielsweise auf dem 2-Meter-Band. Also das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass ich für dieses Gerät entschieden habe und nicht für den kleinen Bruder, für den 817. Etwas, was ich auch noch anders machen würde, wäre auf jeden Fall, dass ich mir nicht unbedingt sofort ein Neugerät zulegen würde. Also ich habe im Laufe meiner Jahre die Erfahrung gemacht, dass man doch immer mal wieder auch ja, ein Funkgerät verkauft. Und häufig ist es dann so, wenn man es neu gekauft hat, dass natürlich der Wertverlust ja dann am größten ist. Und von daher würde ich einem Einsteiger auf jeden Fall empfehlen, dass ich ja nicht unbedingt direkt ein Neugerät kaufe, sondern dass ich mich für ein Gerät entscheide, was möglichst da vieles abdeckt. Also im Idealfall eben halt ein All-Band, All-Mode-Gerät, aber dann nicht unbedingt sofort ein Neugerät, sondern vielleicht auch ein ja, gutes gebrauchtes Gerät tut es auf jeden Fall auch. Wenn ich jetzt aktuell bei mir in den Scheck schaue, habe ich dort ja, eine Menge an Geräte, eine Menge an Equipment, was ich so im Laufe der letzten ja, fast anderthalb Jahrzehnte Amateurfunk so angesammelt hat. Es ist eben halt immer mal wieder, wie gesagt, das eine dazugekommen, das andere ist auch mal verkauft worden. Aber das, was im Großen und Ganzen da noch steht, sind eigentlich alles irgendwie irgendwo Gebrauchgeräte. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile kein Gerät mehr, was ich mir neu gekauft habe. Und selbst, was ich so an Antennen hier bei mir im Einsatz habe, man kann eigentlich sagen, auch jede zweite Antenne ist irgendwo auch ein Gebrauchtkauf oder eben halt ein Eigenbau. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Hinweis oder ein Tipp, den ich Einsteigern gerne mitgeben würde. Und ja, ansonsten die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, waren eigentlich durchweg positiv im Laufe der Zeit, auch wenn es bei mir auf dem Kanal schon mal das ein oder andere Video gegeben hat, gerade zu meiner Anfangszeit, wo ja, man dann auch etwas unfreundliche Erfahrungen gesammelt hat. Ich denke mal, das gehört sicherlich dazu, aber davon darf man sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man gerade in der Anfangszeit auf jeden Fall, sofern man denn jetzt nicht in einem lokalen UV sich hat ja, ausbilden lassen oder einen Lehrgang besucht hat, wäre es auf jeden Fall, denke ich mal, ratsam, dass man da Kontakt sucht dann ja, zu ortsansässigen Funkamateuren. Das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, schaue ich immer auch nach links und rechts so in die Vorgärten, beziehungsweise eher dann auch noch auf die Hausdächer und schaue mir an, was es da so für Antennen gibt, die da auf den Dächern sind oder in den Gärten. Häufig entdeckt man dann auch da ja, CB-Funkantennen noch. Kann sein, dass sie noch im Betrieb sind, kann aber auch sein, dass sie nicht mehr im Betrieb sind. Auf jeden Fall, sie sind noch da. Genauso fallen natürlich auch Amateurfunkantennen ins Auge. Häufig natürlich dann auch die Antennen für Kurzwelle. Also das ja, ist dann meistens nicht zu übersehen. Und da habt ihr natürlich dann auch immer mal die Möglichkeit, dass ihr da mal anklopft, da mal fragt, ob ihr euch da mal ja, was anschauen dürft, anschauen könnt. Ich habe da eigentlich nur durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ihr hattet ja auch schon mal bei mir auf dem Kanal ein Video gesehen, wo ich im Ausland unterwegs war, um genau zu sein, Nordamerika, in Kanada. Dort habe ich ja, eine mehrwöchige Urlaubsreise gemacht. Es war ein Roadtrip gewesen und im Zuge dessen habe ich auch eine ganze Reihe von Funkamateuren besucht, die ich ja so durch das gemeinsame Hobby und über die Kurzwelle her kannte. Wir kannten uns nicht persönlich. Ja, das haben wir dann bei der Gelegenheit quasi geändert. Bei dem einen oder anderen war ich angekündigt, bei dem einen oder anderen bin ich unangekündigt vorbeigefahren. Aber ich habe auch da nur durchweg positive Erfahrungen gemacht. War sehr interessant. Nicht nur andere Länder, andere Sitten, sondern ja, auch andere Stationen. Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, ich werde euch das Video dann auch nochmal verlinken. Findet ihr dann entweder in der Infocard oder in der Videobeschreibung. Ja, das ist das, was ich euch so noch ja, mitgeben kann quasi an Dingen, die ich vielleicht ein bisschen anders machen würde oder auf die ihr auf jeden Fall achten solltet. Ein Thema, was sicherlich in der Anfangszeit für euch noch interessant sein dürfte, ist der QSL-Kartenversand. Da habt ihr natürlich am besten die Möglichkeit, wenn ihr das über den DRC macht, also wenn ihr Mitglied im DRC seid, könnt ihr das über den Club machen. Das ist für euch gleichzeitig die günstigste, also finanziell gesehen günstigste und beste Möglichkeit. Wenn ihr daran Interesse habt, bei mir persönlich war es so, dass ich gerade in der Anfangszeit da großes Interesse daran hatte und dass im Laufe der Jahre das Interesse an QSL-Karten doch weniger geworden ist.
Und nach einiger Zeit bin ich auch dann aus dem DRC ausgetreten. Von daher gab es die Möglichkeit dann nicht mehr. Ja, ich bin dann umgestiegen auf den Versand von QSL-Karten, eben halt auf direktem Wege. Das ja, ist doch deutlich umständlicher und unterm Strich auch teurer. Ja, wie der Name schon sagt, ihr versendet die QSL-Karten dann mit dem Briefumschlag. Ja, schickt die dann dem OM direkt per Post. Ja, was das Porto kostet, wissen wir alle. Ja, wie teuer es nächstes Jahr oder in nächster Zeit noch sein wird, das steht in den Sternen. Ja, von daher kann das schon ins Geld gehen, wenn man dort wirklich viele QSL-Karten rüber verschickt oder mit verschickt. Aber wie gesagt, das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden, wie wichtig einem das ist. Es gibt darüber hinaus auch noch so ein paar andere Möglichkeiten. Eben halt, dass man vielleicht Online-Dienste nutzt, wie zum Beispiel LOTW oder eQSL oder eben halt nur eine Bestätigung des QSOs per QRZ.com dann vornimmt. Die Möglichkeit besteht auch. Und ansonsten gibt es auch noch einige andere Dienstleister im Internet, die sich um den Versand von QSL-Karten kümmern. Aber ja, das ist auch dann letzten Endes alles mit Kosten verbunden. Es ist immer davon abhängig, auch ja, wie viele Karten ihr wohl verschicken werdet. Bei mir sind es jetzt nur noch maximal im Jahr eine Handvoll von Karten, die ich bekomme bzw. verschicke. Ja, von daher, wie gesagt, hat sich das für mich mit ja, dem Direktversand an der Stelle dann bewährt. Das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr hier auf dem Kanal. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne im Shop vorbeischauen. Dort findest du auch immer wieder neue Artikel. Ansonsten vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Und zwar findest du auch bei mir auf der Startseite bzw. direkt auf der Einstiegsseite von meinem YouTube-Kanal ganz unten eine ja, Playlist oder Linklist, wie immer man das auch nennen will. Dort findest du auch noch eine ganze Reihe von anderen YouTube-Kanälen zum Thema Amateurfunk und unter anderem auch den YouTube-Kanal von Felix Lenz. Das soll es gewesen sein. DO1JPL an der Stelle dann wieder QRT.